So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich habe heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Eigentlich bin ich dumm wie Scheiße, das hat den folgenden Grund. Es gab ja mal das Go-Fest und die Safari-Zone und alles mögliche und da gab es nicht nur Pikachu mit Blumenkranz, sondern auch Evoli mit Blumenkranz und die konnte man alle auch als Shiny bekommen. Jetzt habe ich gesagt, was will man bitteschön, wenn man die ganzen Evolis als Shinies hat, die ganzen Entwicklungen von Evoli als Shiny, also die ganzen Nachfolger davon, was will man bitteschön nochmal alle Evolis als Shiny und Entwicklungen sammeln, nur wegen dem Blumenkranz? Das ist es wirklich beim besten Willen nicht wert, das ist Quatsch, das ist Kindergarten, das mache ich nicht mit. Waren aber heiß begehrt damals, immer wenn ich irgendein Pokémon hatte, was mir noch gefehlt hat in der Familie, habe ich gesagt, ich habe noch einen Shiny Evoli mit Blumenkranz übrig, ne? Vom Go-Fest, da habe ich ein paar mitgenommen und jeder wollte die haben, jeder so, boah, ich will das unbedingt, keine Ahnung. So habe ich die immer weggegeben, um dafür eben was Krasses zu bekommen, was ich noch nicht hatte. Mittlerweile habe ich im Prinzip aber fast alles gehabt. Also was habe ich gemacht? Bei den letzten Events gab es auch wieder Evolis mit Blumenkranz. Jetzt habe ich angefangen, Evolis mit Blumenkranz als Shinies zu sammeln. Alle, die ich weggeschmissen habe, habe ich also bereut. Also alle, die ich weggetauscht habe. Denn ich hatte schon 4 Stück oder so. Jetzt hatte ich nur noch 1. Musste sozusagen wieder bei 0 anfangen. Habe es aber jetzt geschafft, ne? Das sehen wir nämlich hier. Ich habe hier nämlich auch eins als Buddy, ein Shiny mit Blumenkranz. Das habe ich genommen, bin da 10 Kilometer mitgelaufen. Das wollen wir jetzt aber entwickeln. Wir geben hier mal ein Evoli. Dann seht ihr das, 916. Und wenn wir das jetzt entwickeln, die Vorschau ist schon da, wird das auf jeden Fall ein Psyana Shiny mit Blumenkranz. Das nehmen wir jetzt mit. Da haben wir schon mal ein Shiny Psyana mit Blumenkranz. Und ich habe alle Shiny-Familien von Evoli. Jetzt hole ich mir eben noch alle Shiny-Familien von Evoli mit Blumenkranz. Angefangen eben mit Psyana und Nachtara, weil ihr damit ja laufen könnt. Adi! Nein! Adi! So, alles wird gut. Der Adi ist auf jeden Fall geblendet vom Licht. Blinded by the lights. Wer kennt das nicht? Wir haben hier das zweite Shiny Blumenkranz Evoli und entwickeln das jetzt zu Shiny Blumenkranz Nachtara. Dann müssten wir uns, wir müssen nämlich erst wirklich alle sicheren wegmachen, dann müssten wir uns ein Moosmodul besorgen und ein Magnetmodul. Ich glaube, da gucke ich auf den anderen Accounts mal, werde da immer mal hier eins zünden, werde dann also noch das Fulipurpa entwickeln und das Glaziola. Auf jeden Fall ist der Manns Heulwurf da und er hat hier ein Gletschermodul gezündet. Da steht es ja auch. Hey, da steht ja gar nicht Manns Heulwurf, da steht ja Gaichi. Jetzt sind aber alle Leute verwirrt. Wie viele Namen hast du denn noch? Das drehen wir aber auf jeden Fall erstmal. Können jetzt in die Pokémon-Suche gehen, geben mal Evola ein, also Evoli. Wir haben ja gesagt, das Größte machen wir zu Glaziola. Ihr seht, hier unten ist schon angezeigt, weil wir an einem Gletschermodul sitzen, wenn wir das entwickeln. Wird zu Glaziola, machen wir jetzt auch. Das ist dann das dritte, was wir haben von den Shiny Evoli Entwicklungen mit Blumenkranz. Das ist ganz wichtig. Dann brauchen wir eigentlich nur noch ein Moosmodul, damit wir das Fulipurpa entwickeln können mit Blumenkranz als Shiny. Und dann die restlichen, ist ja random, wenn ihr Aquana, Blitzer, Flamara haben wollt. 2771 sieht gut aus, das war auch das höchste. Wir haben jetzt, der Guide hat jetzt, guck hier, guck's dir an, Manns Heulwurf steht da, nicht an dem Stop, aber Guide 90, ne? 69. Wir ziehen mal hier den Stop und, also wir drehen, nicht wir ziehen, geben mal Evoli ein und könnten jetzt das, was ist denn schon wieder? Sucht. Jetzt startet's auch noch neu. Nein, jetzt willst du ein Foto von Mewtwo machen. Ein bisschen geistig verwirrt, keine Sorge, gleich geht's weiter. Wir geben nochmal Evoli ein. Das nächste Shiny, was wir haben, ist leider ein Partyhut-Shiny. Das können wir leider nicht entwickeln. Wir nehmen aber hier das 530er. Und ihr seht unten schon, da ist ein Fulipurpa angezeigt. Das heißt, wir können mit dem Moosmodul ein Shiny
Blumenkranz voll die Purba machen. Und die Kamera sieht richtig schrecklich aus, sehe ich gerade. Ja, das ist die Kamera. Ah, doch, da ist lauter Staub drauf. Jetzt sieht es vielleicht besser aus, weiß ich nicht. Da habt ihr auf jeden Fall einen shiny Blumenkranz voll die Purba. Den Rest könnte ich jetzt auch noch entwickeln. Wir brauchen ja jetzt nur noch Blitzer, Flamara und Aquana. Und eins müssen wir so aufheben. Aber wenn ich jetzt hier entwickle, wird das ja alles voll Purba. Ich will mich jetzt aber auch hier nicht wegbewegen, deswegen. So, ich melde mich zurück mit diesem Video. Das ist schon 1000 Jahre her, dass ich das angefangen habe. Jetzt geht es aber endlich weiter. Ich gebe nämlich jetzt mal hier ein Plus Evoli, da zeigt es alle Evolis mit Entwicklungen und jetzt das Wichtige an der ganzen Sache und schillernd, jetzt zeigt es nämlich nur alle shiny Evolis und alle shiny Entwicklungen. Jetzt fehlt nur noch Flamara, Aquana, Blitzer, aber später gibt es ja noch Felinara, das heißt wir tun das hier mal weg und jetzt geht es wirklich darum, wie viele Evolis haben wir. Wir haben eins. Das müssen wir ja behalten. Wir brauchen ja auch das normale Shiny Evoli mit Blumenkranz. Wir haben zwei. Das heißt, eins können wir irgendwann noch zu Felinara machen. Und dann haben wir noch eins, zwei, drei, vier. Das sind normale, also ohne Blumenkranz. Wir haben vier Stück übrig. Diese vier werde ich jetzt entwickeln und hoffen, dass unter diesen vieren ein Aquana, ein Blitzer und ein Flamara dabei ist. Dann habe ich es geschafft, dann habe ich alle Shiny Evoli Entwicklungen mit Blumenkranz und Shiny Evoli. Das größte mit dem Blumenkranz lassen wir aber übrig. Das wollen wir zu Felinara machen und fangen hier bei dem an. Ihr seht, da ist ein Fragezeichen. Es kann also Aquana werden, es kann Flamara werden, es kann Blitzer werden. Und ich habe so Bammel, ich habe nur vier Versuche und muss die drei Entwicklungen bekommen. Das erste ist ja noch einfach, ein Blitzer, da ist ja egal, was es wird. Beim zweiten bin ich auch noch guter Dinge, dass wir beim zweiten Glück haben und neben dem Blitzer einfach noch ein anderes bekommen. So, wo muss ich jetzt wieder hier rein? Genau, das war das Höchste. Das wird jetzt hoffentlich also ein Flamara oder ein Aquana. Und dann habe ich noch zwei Versuche für das Letzte, wenn es jetzt auch ein Blitzer wird. Habe ich natürlich die Arschkarte. Es ist ein Aquana. Wir haben genau noch zwei Versuche, um Flamara zu bekommen. Das ist doch richtig genial, oder? Wir gehen wieder hier drauf, weil wir das lassen. Nehmen das zweite und hoffen, dass jetzt ein Flamara bei rauskommt. Ansonsten gibt es noch eine, ne? Ein Versuch Hammer. Und es ist ein Aquana. Zur Not, wenn wir keinen Flamara bekommen, vielleicht hat ja jemand von euch auch ein paar entwickelt und hat zwei Flamara, braucht ein Aquana und würde das Flamara gegen das Aquana tauschen. Jetzt habe ich also ein Aquana übrig, was ich abgeben könnte. Aber wir haben ja noch einen Versuch. Ich muss noch mal gucken. Genau, da ist noch eins übrig. Wir haben noch einen letzten Versuch. Das muss jetzt Flamara werden, sonst muss ich weiter gucken, dann hat das Video immer noch kein Ende, denn dann muss ich noch Flamara irgendwo herbekommen. Entweder noch ein Evoli tauschen oder ein... Nein! Und es ist Blitzer! Obwohl, das ist sehr gut. Jetzt könnte ich ein Blitzer oder Aquana anbieten gegen ein Flamara. Das war es also immer noch nicht. Die Suche geht weiter. Ich melde mich zurück, wenn ich entweder noch ein Evoli habe zum Entwickeln oder wenn ich noch ein Flamara mit Blumenkranz bekommen habe als Shiny. So, und da sind wir nochmal zurück und 10.000 Jahre später, also eigentlich nicht 10.000 Jahre, sondern direkt nach dem letzten Video, habe ich mich nochmal umgehört, habe überall gepostet, in alle WhatsApp-Gruppen, in Facebook, in sonst was, keine Ahnung, alles was ich kannte auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe rumgefragt, ob nicht jemand vielleicht ein Blumenkranz, Flamara, Shiny doppelt hat, dass ich die anderen zwei Aquana Blitzer, die ich doppelt habe, vielleicht eintauschen kann. Und es hat funktioniert. Es hat sich jemand gemeldet, der hat mir das damals schon gesagt, dass er welche doppelt hatte. Ich wusste aber nicht mehr, wer es ist. Es war der Ted Bundy. Nee, so ähnlich sieht der Name aber aus, wenn man es sieht.
Der hat mit mir jetzt eben getauscht. Der hat seinen Spezialtausch heute noch nicht gemacht, ich noch nicht. Und er hat damals schon gesagt, ihm fehlt das letzte Pikachu von der Safari. Da habe ich zum Glück zwei Stück bekommen gehabt und das kann man ja eh nicht weiterentwickeln. So konnte ich jetzt einen Safari-Hut Pikachu in Shiny abgeben und habe dafür das Shiny Flamara mit Blumenkranz bekommen. Hat 20.000 Euro gekostet, weil wir waren zwar mal, waren wir beste Freunde? Wir waren auf jeden Fall mal Hyperfreunde. Waren wir schon beste Freunde? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe den irgendwann mal wieder aussortiert, weil wir lange nicht interagiert haben und nichts gemacht haben. Und ich dachte, okay, die Wege trennen sich. Jetzt wiedergefunden und er hat immer noch meinen Flamara gehabt und ich habe immer noch sein Pikachu gehabt. Kurz getradet. Beide hatten ja schon einen Shiny-Eintrag von den jeweiligen Pokémon. So ging das jetzt. Wenn ihr euch das anguckt, wir haben jetzt wirklich den ganzen Sack voll. Ich gehe hier auf zuletzt Gefangene. Ihr seht, yes, ja, in meinem Beutel. Hier ist es drin. 13, 21, wir können es auch mal fix bewerten, ist also schlecht, super. Und wenn wir es nochmal eingeben hier, plus Evoli und Schillernd, dann seht ihr wirklich die, ein normales Shiny Evoli mit Blumenkranz. Noch ein normales Shiny Evoli mit Blumenkranz, weil wir eins ja noch zu Felinara machen wollen. Ich hoffe, da gibt es auch was Besonderes, wie man das machen kann. Denn wenn das dann Zufall wäre durch irgendwas, habe ich die Arschkarte, dann wird das eine auf jeden Fall kein Felinara. Wenn es einen Namenstrick gibt, würde ich aber auf jeden Fall dann dieses Shiny mit Blumenkranz und dem Namenstrick entwickeln, wenn er nur einmal geht. Und dann seht ihr hier natürlich, jetzt haben wir also das Aquana mit Blumenkranz. Wir haben das Blitzer mit Blumenkranz, wir haben das Flamara mit Blumenkranz, wir haben das Psyana mit Blumenkranz, das Nachtara mit Blumenkranz, das Folipurpa mit Blumenkranz und das Glaciola mit Blumenkranz. Es war eine schwere Geburt, aber trotzdem Dank an alle, die da mitgemacht haben, die mir auch die ganzen Shiny Evolis mit Blumenkranz getradet haben oder mir geholfen haben. Wie gesagt, ich hatte damals von der Safari, hatte ich etliche. Und weil mir die nichts bedeutet haben und ich nur eins behalten wollte, weil ich gedacht habe, ach, die Entwicklungen sind doch eh scheiße, die sehen doch richtig dumm aus mit diesem Blumenkranz, habe ich die alle weggegeben. Jetzt hatte ich die Arschkarte, denn jetzt wollte ich doch, weil ich so gut wie alles habe, doch die Blumenkranz-Entwicklungen auch machen. Habe keine mehr gehabt, großartig, musste mir alle nochmal wiedergeben lassen, nochmal neu holen, nochmal neu connecten, gucken, machen, tun. Hat geklappt. Alles ist da, ich finde das übelst heftig, keine Ahnung, wie sieht das bei euch aus? Habt ihr ein Evoli mit Blumenkranz als Shiny? Habt ihr überhaupt eins? Habt ihr mal eins bekommen? Oder habt ihr eine Weiterentwicklung? Welche Weiterentwicklung habt ihr dann? Oder welche Weiterentwicklung fehlt ihr euch? Oder habt ihr sogar auch alle Shiny Evoli Blumenkranz Weiterentwicklungen? Das ist auf jeden Fall richtig heftig, denn dann würde ich sagen, willkommen im Club. Der Club der... ja... der Schillernden. Fertig. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Ich kann in meinem Go-Tool erstmal das alles abhaken, dass ich die jetzt auch habe. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.